Sag dann wirklich, mir richtig an den Ton. Mir von McDonald's angekauft. Cheeseburger für alle. Zum Frühstück. Zum Frühstück. Wo warst du? Ich war gestern hier Flutlichtspiel. Guck da mal rein. Du bist jetzt morgens zu McDonald's gefahren. Ja. Wieso? Weil ich gedacht habe, dass ihr Hunger habt. Nicht immer nur Kuchen oder Butterkern. Wir bringen jetzt Burger mit. Jo, Chris! Jo, Chris! Hallo, wo kommst du da her? Hallo! Wo kommst du nun da her? Lass mir! Hast du halt Meckes aufgekauft oder was? Nee, das sind nur 50 Stück. Ich kann nicht mit 100 Hamburger zum Frühstück kommen hier. Halt dein Bag, ich hab Hamburger mitgebracht. Mit Mayo. Wie bist du denn hierher gekommen? Taxi. Joke, wo so ein Hamburger? Wow! Der kann doch so weg, kann der. Also da müssen wir jetzt... Hier. Jetzt. Nee. Happy, happy. Also da müssen wir jetzt drüber reden. Im Hamburger zwischen den Kiemen und dann können wir loslegen gleich. Hier. Halli ab. Joke, du Hunger. Hier. Der hat so eine Klatsche. Echt, der kommt ja gleich. Der hat dich lieb, Jacke an und ab die Post. Also so ein... Also... Was nehme ich denn? Hast du auch mal was zwischen den Kiemen, Chris? Lecker. Mayo drauf machen? Nö. Warum nicht? Ich so. Lecker. Das ist doch nicht normal hier. Das ist doch nur noch verrückt hier. Also wirklich, wir können alle so weg. Die würden uns mit Kussern annehmen hier. 9.52 Uhr und die haben sich hier 9.52 Uhr Hamburger, Schießburger und was nicht all drin. Du frisst dir doch auch! Ich musste gestern Unterschriften machen, ne? Auf dem Ball und auf Käppi und sowas, ne? Ich habe alle Unterschriften. Alle waren anders. Ein Strich nach dahin. Schieee, Timo! Hier eine Unterschrift? Ja, sicher! Ray! Ich muss Unterschriften üben hier. Mal ganz ehrlich, was habe ich falsch gemacht in meinem Leben, dass ich immer an solche Leute gerate? Ist doch schön mit Timo. Ja. Schie. Schie. Nur noch vom Blöden umrandet. Was heißt das jetzt? Tee. Let me amours. Ihr da draußen hattet allesamt recht. Ihr hattet wirklich recht. Die ganze Sponsorentafel wölbt auf, weil hier Wasser zwischengelaufen ist. Seht ihr das? Timo und ich haben Udo davor gewarnt. Was habt ihr? Er soll nicht dieses Holz kaufen. Du hast, wolltest das Holz haben. Ich hau euch gleich einen so in Nackenspecken rein. Ihr Beine habt. Wir haben doch gesagt, er soll das nicht kaufen. Hier, guck dir das mal an. Das fängt da schon mit an, ne? Hatte gestern angeschraubt, ne? Du hast doch auch gestern das Wappen da angeschraubt. Das habe ich erstmal nur so provisorisch, ja, weil das nicht runterkommt. Aber warum hängst du das nicht richtig rum auf? Ja, interessiert doch nicht. So steht, kann man lesen. Ja, aber das Wappen, so ist das Wappen doch nicht. Das muss doch so rum. Was ist das? Ja, unser Vereinswappen. Warum hängst du das so rum auf? Ja, ich habe das jetzt im Ernst gestern nicht verstanden, warum du das so aufhängst. Einfach so erst. Warum denn nicht einfach so gleich richtig? Nee, weil es ja gleich wieder runterkommt. Achso, dann hängst du es falsch auf. Ja, normal hätte ich den Punkt. Sei jetzt ganz ehrlich, du wusstest das einfach nicht. Doch. Ja, aber wieso hängst du... Ich verstehe nicht, warum du das so aufhängst. Weil ich keine Zeit mehr hatte, ich wollte weiter. Aber warte. Ich wollte weiter. Jeder Zuschauer, der hier reinkommt, läuft hier durch und sieht denn, so steht Felde. So, aber das Wappen hängt doch falsch. Ja, und ob das jetzt ein bisschen falsch ist? Ein bisschen falsch? Das ist ziemlich falsch. Ja, ein bisschen schief hat Gott lieb. Warum hängst du es denn so auf? Und du sagst ja einfach so, du hattest keine Zeit. Nee. Aber das ist das Vereinswappen. Warum hängst du es denn schief auf? Das ist doch schräg. Weil ich da nicht drauf geachtet habe. Ich hab dann einfach also so dran... Also das nächste Mal, wenn du so ein Sponsorenschild wie von Ron aufhängst, hängst du es auch falsch rum auf. Aber ich war so in Stress und hatte ich dann... Nein, Timo hat mir vorhin erzählt, du hast es aufgehangen. Timo hat gesagt, du hast es aufgehangen und auch gesagt, Schiesüchter, Dude.
Bewegung so sehr schier, so, dass du nur wegkommst. Und da habe ich nämlich noch eine Flex geholt, weil die Schraube mitten durchgekommen bin. Und dann habe ich dann habe ich die Platte im Schnell rangeschraubt, das Wappen. Da bin ich schnell zur Garage gelaufen, habe einen Flex geholt, weil ich Angst hatte, dass sich jemand hinten bei den Schrauben wehtut. Ja. So, dann habe ich nicht drüber nachgedacht. Dann habe ich gedacht, anderen Tag. Ja, aber warum machst du es denn nicht gleich richtig herum? Das kommt doch gleich runter! Ja, warum machst du es denn nicht gleich von Anfang an richtig rum? Weil ich nicht dran gedacht habe. Ja, aber das kannst du doch von Anfang an. Das verstehe ich ja nicht, warum du es nicht richtig rum dran machst. Ja, normal. Das ist einfach eine normale Frage. Ja. Ganz ruhig. Ja. Jetzt erklär mir in aller Ruhe, warum wir das Wappen nicht von Anfang an richtig rum dran gehangen haben. Weil ich da nicht dran gedacht habe. Nein, das ist doch keine Ausrede, Udo. Ja, ich habe nicht dran gedacht. Erklär mir es bitte einmal. Ich dachte, dass sie... Ich wusste es! Das ist richtig lange. Ich hab die ganze Zeit gedacht, warum fängst du jetzt nicht an? Ja, Ich war am Reden. Ich hab dich die ganze Zeit angeguckt. Ich dachte, wieso brauchst du so lange? Ich konnte das Ding nicht aus der Tasche kriegen. Er hat sich verklemmt hier. Und er hat sich immer wieder umgedreht und ich hab gesagt, oh, Udo, ich so, nein, jetzt wenn ihr beiden so weitermacht, dann habt ihr demnächst Freude und Leitkuchen. Direkt am Tisch wieder. Dann hau ich euch beide so einen an den... Jetzt aber eine Frage. Nee. Warum hängt das da schief? Weil ich es schief gemacht habe. So, fertig, aus, vorbei. Ich hab nicht dran gedacht, wie es ummut, hab dann einfach dran geklatscht. Jetzt sagt die Wahrheit, was mit den Platten gewesen ist. Ich hab auch einen kleinen Fehler gemacht. Wie nennt man das? Pressbahn! Dann kommt wieder die Polizei, mir muss wieder erklären, was hier los ist. Weg damit. So. Er schreckt sich selber. Ich kann das nicht ab. Das war unser Fehler mit den Platten. Müssen wir ehrlich zugeben, ne? Wir haben das Ding in aller Schnelle bei Obi in den Lager gekauft. Und das ist aber wir haben eine neue Platte besorgt und die machen wir heute dran. Ja. Denn die Sponsorenschilder kommen diese Woche. Es haben sich ja Sponsoren gemeldet. Ja. Und wir wechseln das heute aus. Schön. Und nächstes Mal gleich an Anfang die Wahrheit. Als er das erste Mal draufgedrückt hat, hatte ich wieder einen braunen Stift in der Hose hängen. Querhänger in Schlüpfer drin. Ich kann das nicht ab. So, wir machen die alten Platten runter, die neue Platte dran und dann ist das fertig. Wer hat hier wieder so rumranduliert? Herrgott! Shit! Du brauchst jetzt noch ein Achtkantbit. Ja, Achtkantbit. Ja, was ist das denn? Torx! Ja, dann Torx! Meine Fresse, hier musst du nur so. Der braucht schon wieder dringend bald ihren Mors. Musst du mehr drauf drücken, dann ist der Akku gleich leer, wenn wir anfangen. Einer mag ja davon wohl passen da. Shit! Aufgequollen die sind, ne? Zu groß. Das ist ein gelber. Ist das gelber drin? Herr Gott nochmal, da ist kein gelber drin, meinst du, blöde Bart. Du fängst mit den größten an. Ja, ich weiß ja nicht, wie das ist. So, jetzt nehme ich den hier. Nein. Doch. Passt. Machst du mir blöd? Ja, gib her. Ja, gib her. Wo ist der hin? Der andere. Ich hab meinen. Ja, so. Du doch nicht loslegen, da hinten sitzt doch die alte Platte dran. Nicht beide loslegen, dann fällt ihr doch weg. Du musst erst den Klüts jetzt losnehmen. Ha? Nein, nein. So, das musst du jetzt im Losnehmen, können wir die oberste Platte einzeln nehmen. Oh Mann, ich kriege hier eine Krise. Mich können sie gleich wegbringen. Kann doch nicht wahr sein, dass wir 4 verschiedene Videos für eine Sponsorenwand drehen, dass wir das hinkriegen, dass das richtig ist. Ich habe euch das gleich von Anfang an gesagt, dass das verkehrt ist. Aber nee, da wolltet ihr mir wieder das. Nee, nee. Nicht den untersten. Er ist nur oben, damit wir die einzelnen runternehmen können. Was ist? Der geht mir schon wieder so auf den Sack, ne? Nee. Jawohl! Hey, warte ganz kurz. Da ist doch irgendwann noch fest. Also ich krieg hier eine Krise. Einmal du mit... Du solltest den festhalten! Einmal mit System mit mit dir. System? Du hast überhaupt kein System. Null. Lulilu. Wäre wieder fast ein neues Video gewesen. Ja. Video aus der Notaufnahme. Satana mal ist das Ding schwer mit dem Wasser. Das ist so schwer. Ja, das ist so schwer. Ja, ist ja. Eine Spanplatte von 60 cm Breite und 2 Meter Höhe. Da kannst du so mit loslaufen. So schwer.
das nicht wieder gut hingekriegt. Einmal blöd anstellen, dann nimmt der Punkt. Udo, ja? Antanzen. Das ist jetzt. Das hast du nicht extra gemacht. Nee, der war schwer. Ich hab ja eine Entzündung im Arm und das tut mir weh. Weißt du, wo du eine Entzündung hast? Bei dir im Kopf. Ja. Aber die Entzündung kann auch explodieren, das weißt du nicht. Das ist ein guter Heimwerker sein, Timo, aber die Erfahrung, die mir hat, die hat er nicht. Kurz und legendär sind die Dinge hier los. Wenn du das denn nicht kannst, die da hinten. Ja, die bleiben da wieder da. Versteht nicht einfach. Warum? Ich hab jetzt den hier drin. Ja. Und das wäre jetzt doppelte Arbeit, wenn ich den jetzt machen muss und dann wieder den. Mach mich schon wieder fertig. Du weißt, wo ich das gelernt hab? Nee. Das ist Trockenbauwände schleppen. Das damals in Praktikum hab ich das gemacht. Da hab ich 2,5 Jahre hab ich das gemacht. Darum kann ich die auch so nehmen. Die Schareisen auch. Ja! Ja, mach ich gleich lose. Bringt mich weg, echt. Wo willst du denn hin? Irgendwo, wo du nicht bist. Hast du mir in die Tasche, ne? Ich hab sämtliche Schrauben in der Tasche. Halt ihn fest. Oh, was hast du da? Die wachsen nicht. So, mach das Ding jetzt los. Was ist? Muss ein Veteran eine Kohle haben, oder? Ja. Zitter Hannes? Zitter Hannes. Was ist mit Zitter? Timo, bin im Staun. Komm mal her. Komm mal her. Geh dich im Ohr. Mir ist das von der Bank. Lass mich. Verlassen. Er kommt hier morgens mit Taxi und bringt Frühstück von McDonald's mit. Und er steht aber hier. Auch wenn er mich unwahrscheinlich nervt. Das ganze Scheiß hier. Kuckuck, Überfall. Spack das Ding jetzt drauf. Ja, wir wollen doch erst erklären, was das ist. Was ist das, Udo? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, aus welchem Kunststoff das ist. Du weißt gar nichts. Die Platte hier haben wir neu besorgt, ihr Lieben. Das ist Kunststoff. Ne? Das kann nicht kaputt gehen, glaube ich. Das geht nicht kaputt. Wenn Udo jetzt das Ding nicht da dran spackst, ne, dann flippe ich gleich aus. Weißt du, wie schwer das Teil ist? Ja. Du musst immer das gerade haben. Spackst das Ding da dran. Nee, das ist nicht gerade. Hier ein bisschen rüberschieben. Ich kotze. Nur ein bisschen. Wohin? Schlag hierher. Ne, das tut weh. Nun mach ich das. Udo, ich halte mit einem Daumen fest. Ja, so, stopp. Ja. So, randrücken, Finger weg. Ja. Kann ich loslassen? Ey, ihr sollt das, halt das Ding da hinten hoch. Ich halt, ja, wie soll ich das denn machen mit dem Daumen und Film? Ja, drück das ab. So, Udo, ich habe jetzt meine starken Hände eingesetzt. Was ist denn für ein Bit, Junge? Der ist noch viel zu klein. Du kannst dir gleich ein Kreuz machen, ja, wenn du so weitermachst. Mhm. Das ist Kreuz. Hier. Was? Ja, nee, wann ist das? Kein Betthalter nix, ne? Wieso? Machen wir das denn, dass das hier nicht so wabbelt wie meine Hüfte? Verstärkung dahinter. Ich krieg hier eine Krise. Ich mach so was. Ist hingefallen? Ja, am Boden. Oder meinst du, der fliegt zum Himmel? Hier, nimm näher. Nee, das ist gar nichts, was du da mockt hast. Das ist der Mann! Da hab ich doch nichts mit zu tun. Nee! Jan Hennig, ich hab dir vorhin gleich gesagt, hier weiter rüber. Aber hier wird einfach nur noch festgemacht und dann ist das gut. Du warst doch dabei. Ja. Hier, guck mal, wie der unten weggeht. Hier hast du 1,5 Zentimeter. Wilfried! Wilfried, kannst du im Eimer mit abpacken? Sonst dreh ich hier am Rad. Nun kommt Vampir Wilfried, Junge. Jetzt geht's richtig ab. Mit dem Maulkorb. So, jetzt los.
Jetzt ist gerade. So, und das Ganze ist doch logisch, dass wenn du in der Mitte mit dem Knie nimmst, dass du den da dann nach dahin schiebst. Oder nach durch. Stellt ihr euch das Ding nicht in die Hand. So, weg da. Ja, alleine hätte ich den 2 Minuten dran gehabt, wenn ich 4 Hände gehabt hätte. Folgendes jetzt. War eine Geburt. Ja, mehr wie eine Geburt. Ich weiß nicht, wie eine Geburt läuft, aber das war mehr wie eine Geburt. Mir braucht erst mal eine Stresszigarette. Das war eine ganz schwere Geburt. Das kann es nicht sein. Lass mich doch mal. Nein, ich bin dir doch keine Schuld. Aber 2 angebrochene Hände ergeben doch keinen Arbeiter. Hä? Da bringe ich morgens Hamburger mit zum Frühstück, haut er sich kiloweise in den Hals und dann werde ich auch noch angemacht. Zu Recht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so einen unhilflichen Mann gesehen, der nebenbei eine Platte vernünftig festhalten kann, dass das schnittweise ist. Aber... Udo Casanova, der kuschelt morgens auf mit dir. Udo Casanova, der hat dich doch so lieb. Wenn die Liebe sein kann, dann wird der Udo nah dran. Udo Casanova, der hat den Timo lieb. Noah! Und das ist die Liebe. So, jetzt lass uns eben eine Zigarette zu Ende brauchen. Der ist schon wieder ausgegangen, weil ich gesungen habe. Aber singen kann er ja, ne? Da gibt's ja nichts, ne? Udo Casanova, la 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 la. Udo Casanova, was kann er dafür? Timo, ich knall die Fuß so ein, dann will ich dein Handy in den Ohren. Weißt du, wie lange das dauert, dass so ein Akkuschrauber aus dem Kopf rauswächst? Gehen wir mal die Treppe hoch, sind wir alle froh, sind wir alle stressig. Es war ein stressiger Tag, aber trotzdem haben wir uns lieb, ne? So sieht's aus. So, wir haben wieder ein Projekt geschafft. Man muss auch mal solche Tage haben. Timo hat gestern fein lecker einen gedluggert, dann hat man auch mal so einen Tag, ne? Das ist so. Solche Tage muss es auch mal geben. Das ist so. Ja, man muss nicht. Es gibt solche Tage und solche Tage. Und heute ist so ein Tag. Also, wenn euch das Video gefällt, wie immer, Daumen nach oben, teilt es und schickt es in die Welt hinaus. Und habt einen wunderschönen Sonntag, aber jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Lasst die Zuschauer mal entscheiden, wann wir die Garage aufbauen. Das ist ja jetzt ein großes neues Video. Ja, die Garage komplett ausräumen. Ja, schreibt das bitte unter den Kommentaren. In die Kommentare. Das hatte ich vorhin im Kopf, aber ich dachte, nee, das heißt unter. Das war wieder verkehrt. Also schreibt das in den Kommentaren. In die Kommentare. In die Kommentare und dann fangen wir an. So. Ich mach das immer verkehrt. Was habe ich hier denn noch in Schlickebull? Ein Doppeldecker? Leckerwack. Ein Schinkenburger, hier. Ja, einen noch. So. Ich glaube heute. Willst du auch? Ja. Der Hamburger ist, den kannst du 3 Jahre in Auto liegen lassen, den kannst du dann auch noch reden. Ist wie es. Das ist hier. Das ist Pappe, das war. Tschiii. Mayo ist mein Gemüse. Das ist röter Tücher und da steckst du mal in, und der muss in den Kopf getrunken und hat das Daugchen. Wann darf ich eigentlich Skier-Klamotten anprobieren?